Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Im letzten Part durften wir uns wieder mal die großartigen Deduktionen von Sholmes anhören, denn er hat jetzt schon herausgefunden, dass Mr. Garydep ja ein Geheimnis hat. Und zwar ist das Geheimnis, dass er einen Löwen als Haustier hatte, mittlerweile aber nicht mehr. Mittlerweile hat er ihn an einen Zoo verkauft oder verschenkt, an einen Zoo gegeben auf jeden Fall. Man kann zum Beispiel noch an den Teppichspuren erkennen, weil er da nämlich reingebissen hat, der Löwe, der hungrige Löwe angeblich. Das alles behauptet Sholmes. Bisschen wahnsinnig, und wir werden das Ganze jetzt verbessern. It certainly shouldn't take a great detective to see that a fearsome beast has been on the rampage of late within these four walls. Ja, das mag sein. Thus we are faced with the question, what form might this beast take? Ja. Aha. For a man with a military breeding, your eyes are uncommonly candid. I... Your furtive glance, Mr. Garydep, leads us directly to the answer. The true nature of the beast that has run rampant here is revealed by the lion statue. Mhm. Genau, die wahre Natur dieses Biestes, was hier sein Unwesen getrieben hat, wird durch diese Löwenstatue verraten. I really didn't see the lion thing coming. No, but if you observe Mr. Garydep's reaction... It rather seems as though some beast did indeed run amok here in this room. Yes, something with a very fierce nature. But it couldn't have been a lion transported from India. So what was it then? We must follow Mr. Garydep's gaze. That will lead us to the true answer. Okay, irgendwo hier. Hinter dem Löwe ist übrigens noch ein Bild. Kann ich die Kamera... Ah, man kann die Kamera drehen. Ich finde es immer noch irgendwie komisch, dass man die Kamera... Also ja, es ist nicht komisch, dass man die drehen kann, aber egal. Ich schau mal erstmal diese riesigen Raketendinger da ab. These are shells for the cannon, are they? Oder für die... Ich bin mir immer nicht sicher, ob man zu den Dingern auch Kanonenkugeln sagt, weil das sind ja keine Kugeln. Aber ich glaube schon. Egal. What a strange place to keep them. I imagine they have some significance to Mr. Garydep from his time in the army. Ah, of course. He mentioned the battle to us before, didn't he? Do you remember? He said that he'd been shot in the knee. Perhaps it was one of these that hit him? Glaube ich nicht. If around that size had his knee, there'd been nothing left of it. Or Mr. Garydep, for that matter. Mr. Sholmes has a Persian slipper. And this man has spent shells. Perhaps it's customary in Britain to display, well, rubbish on the mantelpiece. So, aber das Bild ist es auf jeden Fall. Ich kann es aber nicht erkennen. Also das ist wahrscheinlich Garydep. Ist das seine Frau? Ist es bei der Hochzeit? Hat ihn, die, sieht aus, als hätte die ein Hochzeitskleid an, oder? Ein Schleier. Oder täusche ich mich? Ja, schon. What's this photograph? It appears to be from Mr. Garydep's wedding. He looks very happy, doesn't he? Aber ich meine, offensichtlich ist es... natürlich zerstört und man sieht das Gesicht nicht. Hm. He does, but you can't make out his bride. No, how unfortunate. Something must have struck the glass directly over the woman's face. I wonder what happened. Probably best not to delve too deeply here. Ja, das ist jetzt sehr komisch, weil Rionoska hat gesagt, ja, wir sollen da jetzt nicht uns das noch weiter anschauen. Doch! Sollen wir. Ich mache erstmal Mr. Garydep. This must have been when Mr. Garydep was still in the army. He seems to be carrying his rather stout bride effortlessly and beaming a smile at the same time. I suppose he was very strong in his younger years. Hard to imagine now. He's a thin as a rake. As thin as a rake. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, oder? Dass es die Maid, also das Dienstmädchen ist von ihm. Hm. Newlywed Bride auf jeden Fall, seine Frau, und die haben gerade erst geheiratet. The glass is broken, so you can't see the bride's face at all. But no amount of cracks could hide the woman's plump form. I think powerful would be kinder than plump, Mr. Naruhodo. Yes, she certainly looks that. There's a lot of horsepower here. There. Not someone you'd want to upset, that's for sure. Oh, look, have you noticed her wedding ring? It's very large, isn't it? Yes, that's an unusual design. It looks like some sort of embellished sunflower. Jetzt, warte mal kurz, Moment. Kann ich zurückgehen? Kann ich mir... Sie, kann ich nicht. Ich kann mir sie nicht anschauen. Scheiße.
Vielleicht hat sie auch, vielleicht hat sie den Ring immer noch. Das war jetzt schwierig, weil ich muss ja zeigen, was jetzt tatsächlich für die ganze Zerstörung hier in dem Raum verantwortlich ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt etwas auf dem Bild zeigen muss oder das Bild selber. Ja, kennen wir schon. Aber die Tatsache, dass ich mir das genauer anschauen kann, spricht eigentlich dafür, dass ich irgendwas hier zeigen muss. Ja, ich sag einfach mal dann seine... Ja, das ist aber zwei Schritte zu weit, leider. Weil wir halt noch überhaupt nicht wissen, wer seine Ehefrau überhaupt ist. Nee, ich nehme das Bild einfach nur. Nichts Genaues auf dem Bild, nur das Bild. Take that! Photograph Frame? Scheiße. Behind the lion statue on the mantelpiece, almost deliberately hidden from view, is a photograph. For I have yet to examine it in detail, I can assure you that it holds the answer. Because I'm employing an extremely advanced detection technique called jumping to conclusions, you see. That deduction was wanting in every way. Yes, I was wanting you to hear it. I'm quite proud of it. I find myself wanting never to have heard it. I'm quite pained by it, in fact. Oh, sorry. I'll try again. Well, what we do know with some certainty is that a destructive creature has been at work in this room. And that Mr. Gary Depp inadvertently looked in the direction of something that gives its identity away. Yes, if we investigate thoroughly enough, we ought to find the answer. What did Mr. Gary Depp turn to look at? It's here somewhere, we simply need to find it. Ja, dann ist es halt doch die Frau von ihm. Das war auch wieder gemein, weil ich finde ja eigentlich, dass es zwei Schritte zu weit ist, schon. Weil ich vermute eben, dass es einfach sein Dienstmädchen quasi ist und dass die eigentlich verheiratet sind. Und, aber allen anderen vorspielen wollen, dass sie nur das Dienstmädchen ist, warum auch immer, keine Ahnung. Ich denke mal, so ist es. Vielleicht liege ich auch falsch und dann wäre es okay. Aber wenn es wirklich so wäre, dann wäre es jetzt schon zwei, drei Schritte zu weit, wenn man dann sie zeigen muss. Weil wenn man unter der Annahme ist, dass man das noch nicht weiß, dass das einfach halt seine Ehefrau ist von damals irgendwie, aber im Prinzip hat man einfach keine Ahnung, wer das ist. Warum sollte dann seine Ehefrau von damals, die vielleicht wieder geschieden sind mittlerweile, warum sollte die dann zu ihm in seine Wohnung kommen und da dann so ein Durcheinander schaffen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber ja, ne? Ich meine, es ergibt halt nur deswegen Sinn, weil er halt dahin gesehen hat. Das ist ja auch das Einzige, was wir als Hinweis haben, dass er in diese Richtung gesehen hat. Und in dieser Richtung müssen wir halt irgendetwas zeigen, was dann auf ein Wesen verweist, egal ob Tier oder Mensch, was dann dafür verantwortlich sein könnte, für diese ganze Unordnung. Aber ich finde trotzdem, dass es zu weit hergeholt ist. Aber vielleicht stimmt es ja auch einfach nicht. So, take that! Doch, okay. The true nature of the beast that has run rampant here is revealed by the newlywed bride. Precisely, Mr. Naruhodo. No other explanation could possibly fit. Yes, this frame print pictures your wife, Mr. Gary Depp. And while we lament the fact that her face is obscured, we can still make out her mighty arms and note the considerable horsepower they must contain. Oh, indeed, surely any woman of such powerful constitution would be honored to be described as a beast. Honored might be stretching a point. Too late. The fact remains that the beast which so clearly savaged this room. Ich sehe aber keinen Blumenring an ihr. Was your wife, Mr. Gary Depp? Ah! Ach, jetzt habe ich es, glaube ich, gesehen. Oder? Ja, ich glaube, es war ein Handabdruck. Auf seinem Gesicht. Ja, vielleicht hatten er und seine Frau Streit. Und in dem Streit, vielleicht hat sie ihn so sehr gewatscht, dass er da nach hinten geflogen ist. The chilling traces of a wild rampage are still very much in evidence. Well, yet as we look around, the beast in question fails to present itself. Where could this angry creature have disappeared to? Madam,
Me? I pray you do not consider me unchivalrous, but it is plain to me with one glance in your direction. It is? Your dress pocket gives us a handsome clue as to the beast's current whereabouts. Genau, in ihrer... Ja, ich werde es gleich übersetzen. The poor, fragile, defenseless woman is beside herself. Well, I don't know about fragile. Oh dear. Anyway, Mr. Sholmes is quite right. There's no sign of a Mrs. Gary Depp anywhere. But it seems there may be a clue as to her whereabouts. A clue that this maid is trying to hide. I wonder where Mr. Gary Depp's wife could be. Ja, näher als du denkst. Aber ja, da muss ich zugeben, da fand ich den ersten Hinweis dann eigentlich unlogisch. Muss ich ehrlich sagen. Weil einfach nur random seine Frau, einfach nur irgendeine random Person, die dann hier das Chaos gestiftet hat, aber na gut. So, jetzt auf jeden Fall geht's darum, dass angeblich die Tasche von ihr, da unten, verrät, was nochmal genau, im Prinzip, dass sie eben verrät, wo das Biest sich gerade befindet. Ich schaue es mir mal kurz an, ja. That certainly does appear to be a circus handbill poking out from her pocket. Betty's Circus, currently performing shows in a park not far from here. You don't think... Surely Mr. Gary Depp didn't sell his wife to the circus. Mr. Naruhodo, how could you even think such a thing? I was only joking. Besides, I would have gone with... Do you think he fed her to his pet lion? That's somehow worse. Jetzt mal kurz, das kann ich mir aber auch ihn anschauen. Ja, genau. Ah, kann ich nicht. Warum nicht? Das ist doch so eindeutig. Naja. Ich muss mir bei ihr irgendwas anschauen. Warte mal kurz, kann ich jetzt ihren Ring finden? Ah. Wedding Ring. She's wearing a very large ring. Look. Oh yes, a sunflower design with some rather nice embellishments. And it's on the ring finger of her left hand, which means it's surely a wedding ring. It looks like it's on there for life too. I can't imagine it would slide off a finger of that size. Jetzt reicht's mal wieder. That's something to think, Mr. Naruhodo, not to say. Do you know, Mr. Gary Depp's wife in the photograph had a ring very much like this one. Ja, so ein Zufall aber auch. It was a large sunflower design as well. Really? You have a great memory for these things. Komm, das war 2 Minuten zuvor. A large sunflower wedding ring. It's quite a coincidence that they have the same ring, isn't it? Ein etwas zu großer Zufall. Take that! Bam. Your wedding ring gives us a handsome clue as to the beast's current whereabouts. Oh! Indeed it does. That flowery band gleaming on your finger gives you away. For it is identical to the one shown on the hand of Mr. Gary Depp's bride in this photographic print. In other words, you are no ordinary household maid. No. You are Mr. Gary Depp's lucky bride. You are Mrs. Gary Depp herself. Oh my! What? Okay. Erstes Mysterium schon mal geklärt. Sehr gut. Well, jolly fine detecting, sir. As you rightly surmised, this is the wife. Yes, my children. The wife. Rather let herself go, you might say, but she was a belly. Ah! It would appear that you don't live in the most comfortable of circumstances. After all, you are a retired army man, yet you are in the business of renting out rooms. I would assume, therefore, you have insufficient means to employ a maid. Would that be correct? Ach, deswegen. Ah, okay, das ist ja interessant. Das hat Sholmes beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass Leute aus der mittleren oder ersten Klasse hier in London, die etwas mehr Geld haben, etwas mehr Wohlstand, und die das auch zeigen wollen, dass sie mehr Geld haben, dass die sich dann halt Dienstmädchen oder Butler oder sowas, was auch immer, holen. Und bei Gary Depp ist es auch so, es soll so wirken, als wäre er halbwegs wohlhabend, weil er eben ein Dienstmädchen hat. Aber nee, er ist ziemlich arm, sogar nur. Und deswegen gibt sich seine Frau als Dienstmädchen aus. Sehr interessant. It's not right. Ah nee, er sagt das. It's not right, I tell you. Have a second... Wie wird das im Englischen denn ausgesprochen? Leutnant halt.
keine Ahnung, Leutnant of the 3rd Regiment. A man has his pride, don't you know? Hey, golly, it's a sorry thing when a chap can't even afford to have a single maid in his employ. Yes, here in London one is rather judged. A household cannot be considered worthy of society if it employs no staff at all. Though in my considered opinion, such concerns about appearances are folly. You mean Mr. Garrydap has his wife work as his maid? Mm-hmm. Precisely. Am I right, Mr. Garrydap? Only in company, obviously. But listen here. This must remain a secret. Tip-top secret, please! Mhm. The raging wife! Die rasende Frau von Mr. Garrydap. Jawohl. So, und dann der angebissene Teppich. Den hat sie angebissen. Ganz bestimmt. So, aber die zweite Hälfte, ja, passt, glaube ich. Die zweite Hälfte machen wir erst beim nächsten Mal. Ich würde erstmal sagen, das, was hier für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles, wie gesagt, beim nächsten Mal, dann die zweite Hälfte. Das ist so lustig, weil die zweite Hälfte passt halt jetzt wieder überhaupt nicht mehr. So 0,0. Auch die Tatsache, dass er den Löwen, der dann verkaufen wollte an den Zoo und dass er hungrig war und den Teppich angebissen hat, deswegen, all das passt jetzt einfach überhaupt nicht mehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir dann da noch alles herausfinden können, wer dafür verantwortlich ist. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt dann überhaupt noch mehr Relevanz hat mit seiner Ehefrau, weil eigentlich haben wir jetzt da sogar alles geklärt. Ja, obwohl wir haben noch nicht alles geklärt, weil wir wissen zwar jetzt, dass sie Mann und Frau sind, aber wir wissen noch gar nicht, warum sie eigentlich so rasend war und warum dieses Chaos hier sie geschaffen hat. Wahrscheinlich wegen dem Streit. Ich meine, für den Streit haben wir als Beweis den Handabdruck auf seinem Gesicht, wo sie ihm eine Ohrfeige gegeben hat, denke ich mal. Vielleicht ist es auch doch eben eher dann, ich meine, er kann ja nicht stehen. Vielleicht kann er doch stehen in Wahrheit. vielleicht ist es so, dass sie so einen heftigen Streit hatten, dass er sich da durch den Streit die Knieverletzung zugezogen hat und gar nicht in seiner Zeit beim Militär. Vielleicht. Aber ja, beim nächsten Mal werden wir es herausfinden. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.